Zivilisation, die schnelles Wachstum anstrebt. Das ist ja richtig, das streben wir ja an. Tradition scheint auch sehr gut zu sein. Okay. Yay, 30 Gold. Nächste Runde. Was denn hier? Hier ist auch noch ein Stadtstaat. Ah, cool. Gar nicht gesehen. Oh oh. Gut, das war's dann mit unserer Einheit. Dann können wir es gar nicht mehr machen. Hey, toll! Alle haben gut Gold mit dem verdient, also so ist es ja nicht. Kauf. Ein Bautrupp kostet 700. Okay, Stagnation haben wir momentan. Ach, wir haben uns schon erweitert, siehst du mal. Nächste Runde. Wer ist das denn? Приветствую тебя. Auf Wiedersehen. Wir kennen dich ja schon aus der vorherigen Runde. So. Verlangt die Ressource Färbemittel. Jetzt erzähl mir mal, wo ich Färbemittel herkriege. Ins Handelsnetz auf erhält sie. Ja, wie soll ich jetzt Färbemittel bekommen? Zählt das dann auch ewig? Ich weiß nicht, wie, ob das ewig zählt. Kann ich das so anschauen? Bis zur Grenzerweiterung. Ah, hier steht's. Nächste Runde. Also müssen so mindestens 12 Runden bis zur Tierzucht warten und dann noch 23 Runden, bis wir die zweite Stadt aufmachen können. Suchen wir uns schon mal einen schönen Fleck aus. Wo kriegt man denn viel Zeug? Das Beste wäre eigentlich hier direkt immer die beiden Dinger bekommen. Oder hier, weil wir hier so viel Nahrung haben. Ich würde glaube ich eher sogar sagen hier, weil das kriegt man dann irgendwann sowieso. Nächste Runde. Bitte warten, nächste Runde. Der Chinggis Khan hat schon wesentlich mehr Punkte als wir, sehe ich gerade. Und mit Belgrad habe ich Krieg. Das ist also jetzt schon zu teuer, okay. Nächste Runde. Okay. Schließen. Schließen. Was haben wir hier noch so? Das
12 Spieler haben die Kontrolle über Hauptstadt. Das heißt, es gibt nur 12 Spieler, okay. Bei Soldaten sind wir ganz hinten und bei Zustimmung auch. Ja, das zählt ja nicht. Bei Land sind wir mit ganz vorne. Da gibt es wohl auch welche, die noch mehr Land haben als wir. Der Durchschnitt hat wohl... Ich nehme an, das sind 9,6 Felder. 98. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon was Neues bekommen. Sehr gut. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Funktionieren soll. Ich überlege gerade, ob ich mir eventuell Geländefeld kaufen. Noch ein Geländefeld kaufen soll. Also ja, momentan eh nur das, das gefällt mir eh nicht. Von da aus ist es egal. Ich wäre ja schon für frühe Speer, aber das Problem an der Sache, wenn ich jetzt Speer baue, dann habe ich mega viele Runden verschenkt, weil ich ja am Anfang auch dieses Gebäude gebaut habe, was mir ein bisschen Zeit gekostet hat. Man sieht, so langsam fangen alle an, hier so ein bisschen zu wachsen. Also, es geht nicht ganz so schnell, ganz so langsam vorwärts wie beim ersten Mal. Nächste Runde. Wir werden da diesmal schon mehr Probleme bekommen. Aber das bleibt doch abzuwarten. Ich hoffe, dass wir schnell Politik kriegen, um also nochmal schnell 100 Dings zusammenkriegen. Um nochmal Politik erforschen zu können. Tierzucht ist in 2 Runden vorbei. Goldenes Zeitalter lässt auch nicht auf sich warten. Na gut, das lässt schon ziemlich auf sich warten, wenn ich so überlege. War nur 400, 1, 1. Nur noch 200 Runden, okay. Du sollst den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ermöglicht Bautrupps die Errichtung von Weiden bei Kühen und Schafen, zeigt außerdem Pferde, mit denen mächtige berittene Einheiten ausgebildet werden können. Forschung wählen. Bogenschießen, warum nicht? Und wir haben sogar Pferde bei uns. Juhu, toll. Nächste Runde. Das passt natürlich wie das Pferd auf die Weide. Badumts. In der Nähe von Kairo wurden Feinde gesichtet. Bestie barbarisch. Oh no. Warum Bestie? Bleibt aus meinem schönen Kairo fern. Ich habe keine Truppen. Ich habe nur meine Stadtverteidigung. Oh mein Gott. Und da kommen sie. Nächste Runde. Die werden da jetzt keinen Stress machen, oder? Ich habe sie doch gerade schon dezimiert. Die werden doch jetzt nicht so blöd sein und mir Stress machen. Attacke! Verschwindet von meinem Land! Ein unbekannter Spieler und Russland sind jetzt Freunde. Los, verschwindet von meinem Land! Was war das jetzt? Die laufen ja auch wie bekloppte Ameisen hin und her, oder?
Jetzt killt doch mal endlich alle. Nächste Runde. Hallo? Komische Typen. Ich würde da langsam wegrennen. Lalalalalala. Und gute Nacht. Yay! Wie sie einmal terminiert haben hier, terminiert. Na go go, los! Achso, ich will mal sehen, wenn ich die nächste Runde mit so einem Blinggeräusch wäre cool, so Bing, nächste Runde, Bing. Oh, wir haben Politik jetzt, juhu! Kann Politik einführen, hey! Da wir eh gerade Siedler machen, mache ich mal die Staatsbürgerschaft. Denn da erscheint ein kostenloser Siedler in der Nähe der Stadt. Kostenloser Bautrupp. Das, genau das brauchen wir. Plantage errichten geht noch nicht. Aber das, da sollten wir eigentlich können. Nächste Runde. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Yay! Das hören wir gerne. Okay, ich auch. Hör auf, mich anzuklingeln, Handy. Das ist nicht toll von dir. Ich muss mal gucken, wie spät es ist. So viel Zeit habe ich nämlich gar nicht. Und ich sehe, dass es gleich wieder um ist, meine Zeit, die ich hier investiere. Hä? Hä? Dann errichte ich halt einen Bauernhof. Zu. Nächste Runde. Wenigstens eine Modernisierung. Nächste Runde. Bauernhof errichten. 13 Runden dauert das. Okay. Das ist schon ein bisschen. Nächste Runde. Hier sollte man einen Siedler haben eigentlich. Und mit dem können wir dann die zweite Stadt erforschen. Das ist sehr schön. Ja, da sind sie schon. Produktion wählen. Krieger, Speer, Siedler. Dann machen wir mal einen Speer, der geht schnell. Nächste Runde. Und sobald wir die nächste Stadt errichtet haben, würde ich sagen, mach dann erstmal eine Aufnahmepause. Und dann spielen wir das nächste Mal weiter. Lalalala, Lilu. Kann ich was kaufen? Ich kann Speer kaufen. Ich würde aber momentan noch nichts kaufen wollen. Genau. Ich würde mal sagen, dass die hier hingehen. Und eine Stadt errichten. Sie können sie von mir aus auch gerne Theben nennen. Das ist mir relativ egal. Produktion starten. Bautrupp, Speer, Krieger, Monument muss man hier machen. Kauf. Kann man auch noch nicht viel machen.
Und ich würde sagen, das war's dann so für dieses Mal. Wir haben ja schon 73 Runden gespielt. Boah, das ist krass. 73 Runden haben wir jetzt gespielt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann wollen wir mal schauen, wie das hier weitergeht. Wir sollten jetzt ja mittlerweile... Moment, Diplomatie-Übersicht. Das ist nicht das, was ich sehen wollte. Demografie, genau. Wir sollten ja jetzt... Okay. Hier sind wir Platz 2 jetzt geworden. Das heißt, es hatte schon einer vor uns eine zweite Stadt. Das ist okay, das ist krass. Aber an sich sind wir nicht mehr irgendwo letzter Platz. Das ist sehr gut. Doch hier, Zustimmung. Na gut, aber beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Tschüss.